Und damit wären wir wieder zurück in der neuen Aufnahmesession. Ja, wir haben jetzt ein kleines Kopfgeldjägerproblem. Aber da ist nichts, was wir nicht lösen könnten. So, wir wollten ja mit der Hauptquest endlich mal weitermachen. Wo haben wir es denn? Genau. Die Anwärterin. Jetzt mal kurz auf die Karte. So, wir haben hier noch ein paar andere Sachen hier. Wir sollten uns ja auch noch mit Barnabas irgendwo treffen. Genau. Das wollten wir noch zuerst machen, bevor wir irgendwie groß weitermachen. In der Nähe meines Ziels. Na nie. Ich muss mit ihm sprechen. Ah, das ist der Organisator, aber da gehen wir gleich hin. Dass ich einmal eine Opfergabe an die Götter in Olympia erlebe. So etwas habe ich wirklich noch nie gesehen. Und das ist noch gar nichts. Am letzten Tag werden sie 100 Stiere als Hekatombe zu Ehren Zeus schlachten. Köstlich. Ich krieg Hunger. Das ist nicht für Leute wie uns. Was stimmt denn mit uns nicht? Mein Freund hier würde gern diese Opfergabe probieren. Ich habe auch Drachmen. Ein paar Drachmen kann ich schwerlich ablehnen. Köstlich. Hab Dank, mein Freund. Aber gern. Ich weiß ja, wie viel dir das bedeutet. Also dann, wir haben hier genug Zeit verbracht. In der Tat. Gehen wir. Dann gehen wir wohl zum Tempel. Wir sind in Olympia. Da muss man den Tempel des Zeus besuchen. Okay, dann gehen wir zum Tempel des Zeus. Oh, entschuldige. Das haben wir ja auch noch, das mit den Schatzkammern. Kann ich ja gerade machen, wo ich ja schon mal hier in der Nähe bin. Entschuldige. Ich wollte nur mit dir reden. Hast du was gesehen? Nein, nee, gar nichts. Weit weniger als gar nichts. Aha. Also hast du was gesehen? Tja, nur wenn Fackeln auch zählen. Aber sie haben sich angeschlichen. Oh ja, das müssen mindestens 30 gewesen sein. Fackeln schlichen sich an dich heran? Falls es 30 waren, wieso ist dann der Boden nicht plattgetrampelt? Rehledersandalen, sehr weich, hinterlassen keine Spuren. Wie auch immer, keine Ahnung, wie viele es waren. Ich war bewusstlos. Klingt, als hätte es wehgetan. Weglaufen ist keine Schande. Angst verändert einen Mann. Ich hatte keine Angst. Ich habe geschlafen. Oh, ich meine, Ich sag's nicht weiter, aber
Hast du irgendwas gesehen? Nein. Obwohl. Ja? Einige Fackeln in Richtung Osten. Und du bist ihnen nicht gefolgt? Ich wollte meinen Posten nicht verlassen. Aber du wurdest doch schon beraubt. Wenn ich meinen Posten verlasse, kriegt man mich wegen Pflichtverletzung dran. Dann halte ich dich nicht länger auf. Okay. Das machen wir. So, weitere Hinweise? Die Gräber wurden geöffnet. Keine Spur von Gewalteinwirkung. Eine Notiz. Nimm so viel du tragen kannst und triff mich bei den Ruinen, wo wir uns zum ersten Mal geliebt haben. Bald sind wir frei. Okay. Der Dieb ist in Elis. Er ist in der Mitte des Tals von Olympia. Der Dieb versteckt sich im verwüsteten Haus von Eumantos. Der Mitte des Tals von Olympia. Ich vermute mal hier. Ich würde mal sagen, das machen wir gerade. Entschuldige. Ist das das Einzige, was wir anschauen können? Ja, anscheinend. Oder ist hier auch noch ein Grab, das wir... Ich habe von Ruinen vor der Stadt gehört. Und dem Wachmann zufolge zogen die Fackeln in eben diese Richtung. Ja, dann gehen wir doch mal hingucken. Ja, das machen wir ja gleich. Ich will jetzt erst das andere. Jetzt machen wir erstmal den Deal. Ich hatte recht mit meiner Vermutung. Schauen wir doch mal. Das ist eine Höhle. Und da oben steht jemand. Das können wir dann auch gleich machen. Also, ihr Diebe, endlich habe ich euch. Bitte, wir sind keine Diebe. Und doch erwische ich euch hier mit Diebesgut. Du verstehst das nicht. Das gehört rechtmäßig uns. Es ist unser Erbe. Also haben wir eine Romeo und Julia-Geschichte. Was meint ihr mit Erbe? Wie kann all dies euch gehören? Es gehört unseren Familien. Wir haben ein Anrecht darauf. Warum habt ihr es genommen? Wenn es euch gehört, wieso wartet ihr nicht? Wieso steht ihr es jetzt? Wir wollten ein neues Leben. Eines, in dem wir frei sind und unsere Liebe nicht im Schatten verstecken müssen. Und wer seid ihr?
Wer seid ihr eigentlich? Das sind meine Tochter und sein Sohn. Vater! So dankst du mir, dass ich dich großgezogen habe? Indem du mit der Lendenfrucht meines Todfeinds davonrennst! Dieser Raub hat euch zusammengeschweißt. Lelex, Makar, ihr habt zusammengearbeitet, um diesen Diebstahl aufzuklären. Eigentlich hat es uns die Wache erzählt. Und seine Familie raubte mir mein Geld. Und deine meines. Aber überlegt doch nur, was ihr gemeinsam erreichen könntet. Genau. Du bist eine Söldnerin. Erfülle deine Pflicht und töte die Diebe. Ich werde dich reich entlohnen. Vater, nein! Ganz genau. Ich verdopple Makars Belohnung. Tu, wofür du angeheuert wurdest. Ihr wollt euer Eigenfleisch und Blut töten? Wir haben noch andere Kinder. Also, bist du eine Söldnerin oder nicht? Ja, die will ich auf jeden Fall töten. Dann bleibt mir nur das übrig. Ich schlachte keine Unschuldigen ab. Eure Familien hätten eine bessere Zukunft, ohne euch beide zu erwarten. Mich jetzt wirklich umbringen? Okay, er greift mich an, dann hat er Pech gehabt. Hätte er mich nicht angegriffen? Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Doch nun können wir eine neue Zukunft für unsere Familien schmieden. Erbaut auf Liebe. Ich wünsche euch viel Glück. Gib mir ein bisschen von der Belohnung. Das hat es nice. Hat es das Kopfgeld hochgetrieben. Natürlich ist einer in der Nähe und der ist natürlich. Wer bist du? Georgiana, die Vatermörderin. Schauen wir mal kurz an, was die kann. Die ist ein bisschen unter mir, okay. Er fällt bei Toren und drückt einen Zustand der Raserei. Auf Reisen durch die Welt mit einem Hundegefährten. Sense des Greifen. Wir könnten es versuchen. Ging doch schon mal, der erste Angriff war schon mal recht gut. Oh toll, da ist ein zweiter. Und ich denke, den zwei werde ich nicht schaffen. Nee, das war's.
Gegen zwei schaffe ich es nicht. Wollen wir mal. Ja. Komm schon. Zwei sind zu stark. Hier allein hätte ich vielleicht geschafft. Mit Sicherheit. Sind die immer noch hinter mir? Erstmal kurz verstecken. Das wäre fast schief gegangen. Zwei schaffe ich nicht. Her! Na los, komm. Verstecken. Das Problem ist, die hat jetzt wahrscheinlich wieder volle Energie. Okay, die haut aber ab. Wenn der andere nicht plötzlich aufgetaucht wäre. Ich sah ins Grab. Bis ich da raus bin. Okay. Dann schauen wir uns doch mal hier drin um. Wow. Riesenpferd. Ich dachte, das Grab wäre größer. Und keine Schlangen. Ich habe mich vorhin schon tot gesehen.
Also verschwinden wäre jetzt eigentlich nicht schlecht. Ist noch zu erhöhen. Dann kriegt er Lichtblitz, macht Seele für 10 Sekunden benommen. Die Benommenheit endet, wenn du angreifst. Ja. Mal einen anderen Helm an. Der passt jetzt ja nicht. So, Bogen. Da kann ich wieder welche verkaufen. So, also raus. Okay, die ist immer noch da. Aber vielleicht schaffe ich es jetzt, da sie alleine ist. Erstmal dein Schild weg. Unmöglich. Wir müssen ein bisschen nach Kraft eben nach das Gelände kommen. Für eine Sperrduell. Ausweichen. Noch hast du mich nicht besiegt. Noch nicht, das stimmt. Ah, der hat getroffen. Hallo? Genau, bringen wir es hinter uns. Zack. Jetzt habe ich dich. Erledigt. Inventar, was haben wir denn bekommen? Ein Speer. Sense des Greifen. Jägerschaden, Adrenalin pro Treffer, Schaden in der Fähigkeit Fernschuss. Ne, Fähigkeitsschuss. Eine Waffe ist so legendär wie ein Namensgeber. Sie ist so ist ebenso scharf und schrecklich wie die Klaue der Bestie. Schön.
Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Hat es irgendwie geklimpert, als wäre noch irgendwas zu sehen? Naja. Ihr habt noch was. Das war doch der Hund eigentlich von unserer Gegnerin, ne? Gehört er jetzt euch? Ist auch schön. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal nochmal zurück in die Stadt. Oder ich gehe mal ganz kurz noch das da holen. Ihr kennt mich ja. So, sieht aus wie ein Militärlager. Ist alles gut. Festung Koroibos. Koroibos. Okay, der ist nicht hinter mir her. Ich will mich ja mit Barnabas noch mal treffen. Das ist hier. Und dann? So, das. Ach. Ja, die Zeusstatue von Olympia. Ich habe gehört, es gilt als eines der Weltwunder. Es ist von deinem Freund, dem Bildhauer Phidias. Freund würde ich nicht sagen. Selbst Bekannter wäre noch übertrieben. Spürst du nicht auch die Präsenz von Zeus und Hera, wenn du hier stehst? Ich hielt das für den Wind. Verspotte die Götter nicht! Gib mir. Tut mir leid. Ich will nicht, dass meine Gefühle deinen Tag überschatten. Denk nicht, dass die Götter dich quälen wollen, sondern dass ihre Hände dich zu Großem geformt haben. Mich haben keine Hände geformt. Falls die Götter mich kennen, sehen sie nur schweigend zu. Komm, wir verschwinden von hier. Aber du hast Glück. Mein Glaube reicht auch für uns beide. Ja, dann zum Baum. Ich möchte den olympischen Baum sehen. Da waren wir ja schon mal. Ich finde es einfach echt schön gemacht. Immer noch. Nach so vielen Stunden. Yeah.
Manche finden es ja zu groß und zu überladen manchmal. Aber mir gefällt es immer noch.